Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Aether One. Letzte Episode haben wir das Artefakt hier im Primcliff Industriezentrum aufgehoben und es ist diese wunderschöne Lampe. Und damit können wir jetzt Sachen wieder herstellen, so wie das da drüben. Und ich mache das jetzt. Wo bin ich denn da jetzt? Coole Mucke. Ist das jetzt so eine Erinnerung oder wie? Voll komisch. Hallo? Da hat wer geraucht. Rauchen ist ungesund. Da ist so ein Tonband. So viele Tonbänder! Welcome to Pinwheel! Okay, aber ich kann da nichts hochheben oder so. Kann ich was aufmachen? Auch nicht, okay. Oh, aber ich kann Gitarre spielen, Hauptsache das. Schaut cool aus. Es war vor kurzem jemand hier. Ja, Tonbänder sind das sehr viel. Oh gut, fange ich mit dem einfach an, oder? Zack. You know, Jim. I hope this is the right decision. That's all. You know exactly why this is the right decision, Jim. I know. I just... But we've discussed this. The cost of treatment and care. It's just... It's too expensive. Mm-hmm. You could stay here with me. You could get help here. We'll miss you. Don't ever doubt that. I... Well, look at that. Excellent work, Restorer. Now... Once you've gathered the rest of the memory fragments in this area, we can tackle the second core memory. The artifact should give us enough strength to end this. Aber da waren ja noch andere Tonbänder. Komm ich da wieder zurück? Nö. Ah, okay, mit F kann ich die Lampen wegtun. Hey, da ist eine Notiz. Produktionsprobleme. Steve, ich habe einige Probleme mit dem Wasserweg. Die verdammten Wasserräder klemmen aus unerfindlichen Gründen. Ich bin schon drauf rumgesprungen und habe gegen sie getreten. Du sagtest letzte Woche, du wolltest mit Ken sprechen. Bist du dazu gekommen? Lass es mich wissen. Ich habe langsam die Nase voll von dem Zustand hier. Kommt mir vor, als wäre der Ort vor Jahren verlassen worden und wir kommen wie die Idioten immer wieder zurück. David Penman. Okay. Okay. Tup, 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 tup. Also, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere, fehlt uns, glaube ich, nur eine Schleife, oder nicht? Und dieses Rätsel. Genau, da brauche ich die Kombination. Okay, mal schauen, vielleicht finden wir die. Da war die Schlaufe. Ja, na gut. Da scheinen sie nicht weiter zu gehen. Also ich kann ja das einmal. Also ich hab die schon alle rübertraut, oder wie? Ja, ich muss ja das dann nur aufmachen. Man kann. Naja, egal, komm. Ich brauche da die Kombination. Arsenic Disposal. Da ist aber nichts drinnen. Okay.
da waren ja so Kombinationen, die irgendwie nicht funktioniert haben. Das war ja irgendwie ganz komisch. Da ist Did you see that? Ah, schreck mich nicht so, Jean, bitte. What? What did I miss? Ich bin gerade auf der Suche nach was. Und zwar da hat gern nochmal zum Ausgang, also zum Anfang. Wenn ich da noch richtig bin, ich weiß es nicht. Ja, das schaut, glaube ich, gut aus. Moment, warte einmal. Marie P. Marie P! Ja, Mann, da ist was. 2218? Ich probier's einmal. Oh, Mann. Bitte, funktionier. The rest of the savings in the hospital treatments won't make this all go away. Das ist so ein Erfolgserlebnis immer, das ist ein Wahnsinn. Na, die Tür war vorher schon auf. Okay, ja. Okay, alles klar, da ist Isopropylcarbaminianoethylu. Leicht entflammbar. Abgeschlossen, kühl und trocken verwahren. Nicht bei offenem Feuer verwenden. Kann ich den nicht zumachen? Nee, okay. Isopropylethyl. Ist das sonst nichts erinnern? Das ist ja voll komisch. Ja, na gut, ich hab das. Das tue ich jetzt einmal daher. Aber das mag ich auf alle Fälle kalten. Das brauche ich. Okay, cool. Ich hab das aufgemacht. Das habe ich, glaube ich, schon gehabt. Oder warte mal, A5. Ja, habe ich. Leicht entflammbar. Ich probiere jetzt mal was. Ich werde jetzt gerade so... Ich jag mich gerade selber in die Luft, kann es sein? Ich probiere das. Starting to wear on all of us. Grinding us down day by day. Would all be easier to deal with back in England. Yeah! Er hat sich gleich zusammengebaut. Was muss ich da? Okay, ich hab das gezeigt. Da war ja ein zweites auch noch. Nice! Ha! Ist ja voll cool, Mann. Ich bin gerade so. So. Motiviert, das hau ich jetzt auch noch da rein. Schaut mal, jetzt bin ich sicher da runter gehen. Jetzt kann ich das weiter dran, schaut mal. Jetzt explodiere ich gleich. Achso, jetzt kann ich wieder zurück da. Das ist, hat sie auch weiter draht. Das war vorher da vorne. Warnings. Hoppala. What? Set grinder to 5 revolutions per hour for optimal export quality. 1, 2, 3, 4, 5. Also da, oder? Mhm. Jetzt probier das. Tell them tomorrow. Whoa! They'll understand. This is the best thing for everyone. Tschüss. Oh, die schaffe ich mit nochmal.
Okay, das ist jetzt da. Jetzt ist sicher der Projektor zusammengebaut, oder? Huh? Ich steck fest! Okay. Okay, 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 okay. Yeah! Okay. So. Ich hab nix da. Also der Gym, so wie es, also so glaube ich, war jetzt der Freund oder was von der Jean. Und den Gym. Au, oh, jetzt leuchtet das grün. Ich habe mir das fast schon so gedacht. Immer wenn was erledigt ist, dann ist es halt grün. Also ich glaube, der Gym ist jetzt die Freundin. Der Gym ist die Freundin. Der Gym ist der Freund von der Jean, der in Amerika wohnt, nur immer. Und die Jean ist ja wieder zurück nach England gekommen, wo sie da jetzt bei dem Experiment, sage ich mal, teilnimmt. Um ihre Krankheit zu heilen. Und wir haben ja den Jim halt schon mal gehört. Das war der in dem. Warte einmal. Wie wir das wieder hergestellt haben. War auf dem Tonband. Und da haben wir auch noch was. Zack! Ah, okay, wir kommen also immer wieder da zurück. Ich konnte nur so ganz langsam gehen. Alles klar, jetzt können wir unser weiteres Tonband anhören. Nehmen wir das gleich. Hallo. Hey, it's me. How you doing? I'm sorry, who is this? It's me, Jim. Sorry. I didn't recognize your voice for a moment there. That's okay, don't worry about it. Anyway, how are you? Good, actually. I've been painting again. Quite well, actually, you know. That's great news. How's your new home? Hello? Can you hear me? Hello? I'm sorry, I have to go. This is the Thomas, man! Oder der Unbekannte, das ist der Thomas. Er hat wieder angefangen zu malen, das Malertagebuch. Ach du Scheiße, jetzt hängt alles irgendwie schon langsam zusammen. Die kennen sie also alle. Oh Mann, Leute. Boah, Leute, es wird so interessant. Ich bin gerade so. Hui. Cool. Okay, also der Jim und der Thomas kennen sie und der Jim ist. Also glaub ich, der Freund von der Jean. Wow. Boah, wow, cool. Oh, okay. Und da können wir wieder was schreiben. Boah, wow, Leute, ich bin gerade so motiviert, dass ich da jetzt weitermache. Es geht nicht auf. Okay, wir schreiben. Das nehme ich wieder. Zack. Erinnerungstagebuch Nummer 5. Ich habe, glaube ich, erst eins gelesen, oder? Heute habe ich schreckliche Neuigkeiten erfahren. Ein Todesfall in der Familie.
Jeder ist zu Besuch gekommen, aber alle haben so sehr geweint, dass ich nicht verstehen konnte, was sie gesagt haben. Ich fühle, wie Tränen meine Wange herunterlaufen und sanft auf meinen Handrücken tropfen. Ich habe wohl auch geweint. In Todesfällen der Familie, der Vater von der Jean. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, da ist auch nur ein Brief. Überlauf, Gebietssperrung. Achtung an alle Arbeiter. Der Flussüberlaufsteg ist zurzeit wegen extremen Rostbefalls außer Betrieb. Das Gebiet ist nicht zu betreten, bis entsprechende Reparaturen durchgeführt wurden. In Avestamen. So, ich schätze mal, es ist das da. Jo, und da geht's halt wieder runter. Aber will ich das? Ich hab's jetzt so Zahlen-Dingsbums. Hoppla, falsch. So. Hä? Lauf doch! So, das kann ich gleich wieder her da, oder? Okay, eigentlich mag ich nur Wickert. Okay. Was? Nein, mag nochmal zurück. Da, eine Schleife für uns. Aber wo ist die? Also geht's einfach alles halt nur mal ab. Weil ich muss sowieso die anderen drei Rätsel auch noch lösen. Ugh. Aber eins haben wir ja eh schon. Ah ne, warte mal, ich wollte eigentlich nur was probieren. Da, genau. Ich will schauen, ob ich da durchkomme. Aha, okay, gut, ich komme nicht durch. Okay, hallo? No one ever didn't say that wasn't what you thought they were. Aber, does that make sense? Aber ich habe so eine Ahnung, wo ich als nächstes hin muss, wenn ich nur den Weg finde. Also, ja, da, zack. Or trimming. Also, Nikaus Hobby. Auch mal kurz da runter schauen. Ob da jetzt nämlich irgendwo der Wagen steht von uns. Weil den haben wir ja jetzt eigentlich weitergeschickt, oder nicht? Hilfe, wir kommen wieder runter da. Ich weiß jetzt nur nicht, wo der hingefahren ist. Ist das... Nee, da war doch irgendwas drinnen. Locked. Brimcliff. Da waren die Klopfzeichen. Wobei ich auch nicht weiß, ob ich das irgendwie noch brauche. Aber wenn ich es brauche, weiß ich, wo ich es finden kann. Ah, okay, Moment, warte mal. Ja, ich muss jetzt nur mal geschwind zurücklaufen. I'm sorry, aber... Vielleicht steht da ja irgendwo, wo unser Wagen hingefahren ist. You're going the right way. I don't actually think there's a wrong way. I mean, you could turn around, but that would just be back that way. Don't go back that way. Gehe nicht zurück. Unless you want to. Da steht nur Pinwheel Export. Okay. Or trimming.
Okay, jetzt muss ich da nochmal runter. Mal jetzt mal schauen, was steht da oben. Also da steht gar nichts rum. Okay, cool. Aber ich muss ja da irgendwas einsammeln. Und dann halt da irgendwo rein da. Aber ich kann ja nichts einsammeln, weil kein Wagen da ist, weil der ja locked ist. Und da muss ich auch noch irgendwas reinschreiben. 2804. Oh Gott, ich schreibe das. Ah, nur auf mein Zettel. 28. Ich weiß zwar, dass wir das schon gemacht haben. Das war im Büro, das Teil da. Nummer 5. Overture. Was steht da? Okay, versuchen wir einfach weiterzugehen. Also, jetzt warte mal, ich komme von da. Ich komme da aber so, zack, zack, zack. Dann kann sie auch sehen, dass da vielleicht zuerst weitergeht. It's a good thing you're wearing a hat. Das war so ein Malertagebuch, das haben wir aber schon gelesen. Jetzt haben wir noch die Überflüstern. Wow. Komme ich halt nur nicht rein. Da geht's wieder nach unten. Vielleicht ziehe ich da ja irgendwo nur so. Da oben ist die Schleife. Habt ihr das gesehen? Wie komme ich denn da hoch? Ah, Moment, da war ich noch gar nicht. Weil ich bin... Jo, stimmt. Das war nämlich, wie ich mein Video, also wie ich meine vorherigen Videos bearbeitet habe, da bin ich dann auch darauf mal gegangen und dann darüber. Und da haben wir gedacht, stimmt, ich muss da noch rüber gehen, weil ich da noch nicht war. Und da ist auch das Müllmanagement. Nice, okay. Malertagebuch Nummer 7. Ich muss zugeben, dass ich ziemlich nervös und schüchtern war, als ich an einigen Gruppen- und Therapiesitzungen teilnahm. Ich bevorzuge es, mich auf das, was ich erreichen will, zu konzentrieren und spreche daher kaum mit anderen in der Gruppe. Bisher dachte ich, das wäre so, weil ich einfach anders bin. Aber heute kam ein neuer Patient namens Mark in die Gruppe. Er war etwa im gleichen Alter wie ich, so um die 65, und man hatte Demenz bei ihm diagnostiziert. Er war Fotograf wie mein Sohn und verbrachte viel Zeit damit, von seiner Arbeit zu berichten. Ich mochte ihn sehr und es war schön, mit jemandem Kontakt aufzubauen, der eine so große Kunstleidenschaft hat wie ich. Ja, der Thomas tut ja gern malen, wie wir herausgefunden haben. Okay, Leute, es geht voran, es geht voran. Ich bin jetzt kurz stecken geblieben, kurz, aber... Okay, okay, okay. Gut, da habe ich ja eh was aufgeschrieben und zwar 300. Hoppla. 100, 100, 100, 200... Ist, glaube ich, schon richtig so, oder? Da ist irgendein Knopf. Words echo in a polished wooden room. 16 years old. You know what that means. Das ist irgend so ein magnetisches Ding oder so wahrscheinlich.
Yes! Okay. Das... Und jetzt? Können wir noch nochmal drücken? Hey, wofür ist denn das jetzt? Das zieht halt da an und... macht was. Habe ich es jetzt wieder ausgeschalten? Ich glaube, so ist es richtiger, wenn ich das... Ah ja, Schatz, gut, da kommt euch jetzt ein Druck. Auf 20. Oh Gott, muss ich mir das vielleicht auch merken? Warte mal, ich habe jetzt das abgekackelt. Oh Mann, das ist ja voll... Ich schreibe auf Druck, Mill. Auf 20. Hm. Man weiß halt echt nicht, wann man das braucht oder so. Ui, das schreckt mich nicht so. Der steckt fest oder was? Der Aufzug. Ja, ganz ruhig! Ich werde dich befreien! Da ist die Schleife, die hole ich jetzt gleich einmal. Outside. It's hard not knowing what we're going to encounter next within the mind. If I'm honest, it puts me on edge. Yet, if you do succeed, you'll have played a part in changing history forever. If I'm being truthful, I don't know how this process will affect you. Let's both plan for the worst and hope for the best. Dies ist halt auch meine Befürchtung. Well, look at that. Ja, da würde ich gerne, aber ich möchte zuvor echt eine Rätsel lösen. Ja, sie hat gerade gesagt, sie weiß eigentlich selber wirklich nicht, was das alles auslöst in ihr. Wenn man da so umherstöbert und alles wieder herstellt oder keine Ahnung. Und das ist halt meine Sorge, ne? Das wirklich gut ist, was wieder dann. Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Neue Gesundheits- werden bald in Kraft treten. Setzen Sie sich mit Ihrem Aufseher in Verbindung. Das haben wir schon mal gelesen, glaube ich. Pinwheel Zinnexport geht zurück. Alle Hoffnungen liegen auf US-Export-Deal. Hunderte Jobs sind in Gefahr, seit der lokale Zinn- und Arsenexport im europäischen Raum dramatisch zurückgegangen ist. Alle Hoffnungen liegen nun darauf, dass ein US-Export-Deal abgeschlossen werden kann, der die Firma für die Zukunft absichern würde. Die Schließung von Pinwheel Industrial würde katastrophale Konsequenzen für die kleine Minenstadt Pinwheel haben, in dem die Wirtschaft hauptsächlich vom Zinn-, Arsen- und Cider-Export abhängt. Aber wir wissen ja schon, dass dieser Export-Deal stattgefunden hat und die Brimcliff-Mine ja aufgekauft wurde. Ich weiß jetzt leider gerade nimmer von wem. Jedenfalls von so einem anderen Unternehmen. Musik. Pinwheel. Boah, was ist das für ein großes Buch? Cool. Müllmanagement, das haben wir ja schon. So. Lieferungsanweisung. Es ist wichtig, die Wetterbedingungen im Hinterkopf zu haben, wenn eine Überseelieferung erfolgen soll. Zeichne die Druckänderungen mittels Barograph. Der Barograph, den haben wir noch nicht gefunden. Zu erledigen. Druckventil überprüfen. Zufällige, das haben wir gemacht. Kaffee, Wetter, Pinwheel. Okay. Das ist eigentlich das gleiche. Schaut mal, die ist jetzt abkackelt.
Wenn wir das schon erledigt haben, die waren doch vorher nicht abgekackelt. In dem anderen Büro, oder? Also ich muss jetzt nur mehr Kaffee bestellen und die Wetterdings da. Halt im Auge behalten. Fabrikmanagement-Protokoll. Wir brauchen eine zuverlässige Wettervorhersage, um unsere Lieferung in die USA zu transportieren. Der Aufgang zum oberen Stockwerk muss so schnell wie möglich repariert werden, ist unseren Produktionsproblemen nicht dienlich. Die temporäre Seillösung für den Lift muss sofort beendet werden. Wenn wir beurteilt werden, sind wir am Ende. Es kursieren Gerüchte, dass ein unzufriedener Mitarbeiter Material stiehlt. Wir müssen dem einen Riegel vorschieben. Der Sean. Da haben wir nur einen Post. Pinwheel Post, 4. Jänner 1944. Jährliche Pinwheel Geburtstagsanzeigen. Geburtstagsanzeigen des Jahres 44. Oscar Westerman, den haben wir schon mal gehört. Adam und Lily sind glücklich, die sichere Ankunft ihres Sohnes Oscar verkünden zu können, der am 20. Juni 44 mit einem Gewicht von 6 Pfund und 9 Unzen zur Welt kam. Georgina Jane Shorrocks. Am Abend des 12. August 44 mit 5 Pfund und 9 Unzen geboren, ist Georgina Jane Shorrocks ein gesundes Mädchen der stolzen Eltern Oliver und Susan Shorrocks. Das sind die Namen Shorrocks und so, die haben wir schon gehört, und zwar auf dem Zettel, wo die Toten von der Mine gestanden sind. Da waren die Namen dabei. Thomas? Edwin Fletcher. Vielleicht der von Malertagebuch, ich weiß es nicht. Am 24. September 1944 wurde Christopher und Louis ein schöner Sohn, Thomas Edwin, mit einem Gewicht von 7 Pfund und 4 Unzen geboren. Ich glaube, das ist der. Matthew George Davis. Karen und Daniel wurden ein niedlicher junger Matthew George am 30. August 1944 mit einem Gewicht von 9 Pfund und 1 Unze geboren. Jean Thornton, das sind wir. Also nicht wir, unsere Patientin. Am 1. Oktober 1944 wurde George und Ellen, die niedliche Tochter Jean, mit einem Gewicht von 5 Pfund und 8 Unzen geboren. Das jetzt nur irgendwie wichtig ist. Also von den Zäunen her und so. C7 habe ich schon aufgeschrieben. Okay, aber sonst ist da jetzt nichts, oder? Okay, wir gehen einfach mal weiter. Da geht es ja nur hoch. Na, es ist schon wieder so spät. Oh nein. Da ist eine Tür. Da ist ein Ding. Ein Druckding. Ich schaue jetzt genau, wo das hinführt. Ah, da ist wieder so ein Schlaufending. Naja, Leute, wir wissen, was zu tun ist. In der nächsten Episode geht's weiter hier in Eta One. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.